Das weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Habt ihr gehört? Das war die Milch. Das ist die billige Kaffeekanne nochmal. Und jetzt kommt nochmal der Kaffee. Pass auf. Hatten wir ein paar Folgen vorher schon mal, vor 3-4 Folgen. DMSR. Oh. Genau, so. Jetzt gucken wir mal. Wir kommen hier natürlich wieder keinen Fleck weiter, weil ich hier nur rumtrödel. Wobei, wie gesagt, ich muss mal gucken. Echt, wir haben jetzt ein bisschen Redstone. Dass wir so ein, zwei Sachen mal vorantreiben. Vergesse ich wahrscheinlich auch wieder. Ja. So. Jetzt haben wir zumindest schon mal grob den Raum fertig. Das heißt, oben haben wir Aluminium, Eisen und solche Bärenbüsche. Da werden wir wahrscheinlich auch noch ein, zwei nach hinten bauen müssen. Da müssen wir uns nochmal überlegen mit den Dings, ob das reicht. Und hier unten werden wir links, also hier eingeschlossen, unsere Essenzbären haben und rechts genau. Wow, ist echt spät. Also hier links haben wir die Essenzbärenbüsche und hier rechts haben wir die Goldbärenbüsche. Genau, das ist die Idee dahinter. Also wir bauen diesen Riesenraum für die zwei Buscharten. War da jetzt auch noch? Bitte nicht. Nein, okay. Da müssen wir uns echt dran halten. Das können wir nicht wegnehmen, weil da ist die Dings. Die Lava, genau. Und dann müssen wir hier nochmal... Ach, Alter. Ist mir jetzt egal. Sonst braucht es ewig, bis wir diese Dings da weg haben. Genau, so. Das müssen wir gleich nochmal eben zumachen. Das machen wir jetzt mal eben. Weil das sollte genau so sein. Und ich würde den Raum jetzt hier unten mit den Goldbeeren und so weiter mit der ähnlichen Farbe machen, wie wir den Dingsraum gemacht haben. Hier den Agneta-Raum, genau. So, jetzt kommt da noch eine Decke rein, genau. Und dann haben wir dies 1, 2, 3, 4, 5 hoch. Genau, also können wir noch 1, ups, nee, den müssen wir lassen, 2 nach unten gehen. So. Das heißt, wir kämen dann hier rein. Das soll ja der besondere Raum sein, weil halt Essenzbeeren und so weiter ist halt so dieses das Besondere. Okay, scheiß die Wand an. Das Besondere. So, das heißt, hier kämen wir runter. Da hätten wir 2 Stufen zum Stehenbleiben und Gucken. Eine Stufe. Und hier käme dann noch eine hin. Genau. So, und dann wäre hier der Boden. Richtig. 1, 2. Richtig? Jep. Supi. Nee. Da. 1, 2. Ich liebe den Tinkerhammer. Für solche Arbeiten. Wow. Ich weiß, das kann man auch mit einer normalen Pickaxe machen, aber das ist echt eine Arbeit für Dullis. Ehrlich, ey. Für. Ach, shit, Kram. Jetzt müssen wir da oben wieder aufachten. Richtig? Ja. Müssen wir einmal mit der. Mal auf vorsichtig arbeiten, weil den möchte ich jetzt nicht da wegmachen. Genau. So. Dann haben wir jetzt hier 3. Ja. Ja. Pick, pick, pick. Wir sind die 7 Zwerge. Aber leider nur einer. Die anderen 6 sind weg. Die anderen 6 sind weg. Ich habe sie gefressen, weil ich hatte Hunger. Mein Rucksack, der ist voll. Ist das nicht toll? Dann nehmen wir das Silber, Silber, Silber mit. Und auch unsere Tinne, die lassen wir nicht im Stich. Boah, das reimt sich ja bombastisch, ne?
Ich habe wirklich keinen Platz mehr, kann doch nicht wahr sein. Nimm mal Bone-Fossil hier raus. Hallo, geh weg. Granit kommt hier rein. Müssen wir irgendwas platzieren? Ja, Komatit natürlich. Ups. Danke. Ja, es wäre Zeit zum Despawn, du Hirsch. Bin ich jetzt hier? Ne, zwei tief haben wir ja nur gesagt. So, das ist ja das Richtige. Den kriege ich jetzt immer noch nicht. Silver, Andesit. Jetzt habe ich den Bone wieder mitgenommen. Wie dumm ist das denn? Also diese Bone Structures, der Brilliant Bone Structure, Baby. Die Knochenstrukturen wollen dann doch mitgenommen werden. Das ist überraschend. Ja. So. Ja. Ach Menno, wieso muss denn jetzt hier wieder Dings sein? Ich war gerade so im Fluss. Noch mehr. Ja, lass mich in Frieden. Das muss ja oben rauf, ne? Ja. So. Haben wir den Platz? Ist mir jetzt egal. Rein da, rein da, rein da, da, da rein. Dankeschön. Bahrain, Bahrain. Bahrain, geh doch da rein. Ich reime zur später Stunde. Göttliches, möchte ich mal dazu sagen. So. Können wir auch gleich schon anfangen zu schisseln, nicht blöd, Mann. Ich habe jetzt alles dabei. So. Ihr kommt später darunter. Seid ihr denn fleißig am Blühen? Jawohl. Am Wachsen hier, am dran am Sein. Ja. Das ist jetzt scheiße. Dankeschön. Wir haben gleich unseren ersten Stack wieder voll. 64. So, jetzt können wir schon mal anfangen. Wo ist denn unser Schissel? Machen wir gleich mal hier Nägel mit Kröpfen. So. Komatit, sag ich doch. So, jetzt habe ich überlegt, wir nehmen den dunklen. Oder wir nehmen den blauen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass wir es unten blau-schwarz machen. Weil es ist ja Magie und wir haben ja unseren Raum in Dings gemacht, ne? Wie heißt das? Ne, das war der Black Frequency, genau. Oh, wir müssen unseren Hammer mal eben retten hier. Habe ich denn den... Ja, die Bank habe ich schon dabei. Voll die Bank, ja, ist voll die Bank. Aber der Typ ist voll die Bank. Die Bank hat allerdings vergessen, ein Eisen mit rauszunehmen. Deswegen, ja, voll die Bank. Jetzt hat die Bank das Eisen mitgenommen. Jetzt packt die Bank das Eisen auch wieder rein. Hör mal, voll die Bank. Aber was für eine Bank? Guck dir das an. Das ist voll die Bank. Ist das eine Bank? Voll die Bank. Lass das mal da stehen, komm. Voll die Bank. So. Haben wir noch was? Ich volle Bank? Ja, voll die Bank. Ich weiß. Ihr bleibt jetzt ruhig. Entspann dich. War voll die Bank, ne? Voll die Bank. So, jetzt haben wir wieder Platz für die Knochenfragmente. Ja, natürlich, die wollten wir da mitnehmen. Die wollte ich gar nicht hier lassen. Da war doch nur ein Scherz. Natürlich wollte ich die mitnehmen. Nichts Besseres als Knochenfragmente. Jetzt, wo ich schon keinen weißen Cobble-Schissel finde. Marmor meine ich natürlich. Den Non-Schissel-Marmor. Ja, ich weiß, du bist Dings. Sei nicht traurig. Sei nicht traurig, kleine Erika. Denn ich komme doch zu dir zurück. Und ich sage dir, du kleines Stück. Ja, ich lieb dich so. Ja, ich komm gleich nach Hause, Erika. War das jetzt peinlich? Ja, fand ich auch, ja. Komischerweise, ich fand das jetzt gut. Hey. So. Also Marmor, müssen wir echt sagen, haben wir echt muss man echt sagen. Jetzt versucht man verzweifelt schon lustig zu sein, das sollte man lassen. Sollte lieber ordentlich peinlich sein, das ist schöner. Ja. Peinlich sein ist so ähnlich wie dumm sein, wisst ihr? Da tut immer nur anderen weh.
Man selber denkt sich, oh, war gar nicht so schlimm. Hey. So, ja, die brauche ich eigentlich gar nicht. Da muss ich aber auch nochmal nachgucken, wie das da mit dieser Mutter von diesem Herrn Keltro funktioniert. Ernsthaft. Ich habe immer noch nie gerallt. Ah, oh, denkt dran. Monster, Monster, Monster. Jawohl. So ist richtig. Danke. Also es gibt ja Momente, da zähle ich mich echt zu den Klugen. Jetzt habe ich da gerade die Fackel hingehauen. Die muss ich sowieso wieder wegnehmen, Mann. So. So. Komm, komm noch mal da rein. Komm doch zu mir. Dankeschön. So, das müssen wir noch wegmachen. Das auch. Wo haben wir denn unsere Efficiency-Axt? Efficiency 5. Nein, die will ich gar nicht. So, jetzt machen wir eben hier. Wofür haben wir die Kacke eigentlich gebaut? Wenn wir die gar nicht nutzen. Weine nicht, kleine Erika. Du bist doch ein wildes Tier. Heute Nacht bin ich dein Stier. So. Also Erika ist zufrieden, glaube ich, gerade. Ach, das ist wieder das falsche Kopper. Eisen, bla bla blub. Mann. Danke. Ja, ich weiß. Okay, da müssen wir überlegen. Das würde ich aber gerne hier so machen, dass das nicht so breit wird mit der Treppe. Aber zufällig Treppen dabei. Haben wir. Sind wir darüber nicht glücklich? Sind wir. Geh weg. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht. Dankeschön. So, da käme die Treppe hin. Und da und da. Und ey. Drei. Dann würden wir da eine. Mann, mach doch jetzt. Da eine hinmachen und back da nicht fest, du Sack. So, dann backen wir da noch. Backen wir, genau, backen wir da, packen wir da noch eine hin. Wir backen die da hin. So, jetzt müssten wir natürlich die nächste hier. Wobei ich gerne. Das ist jetzt Quatsch, glaube ich, mit dem. Genau. Wir müssen jetzt mal gucken. Eins, zwei, drei. Ja, Efficiency ist so ein bisschen schneller. Jetzt nicht unbedingt die Welt, aber doch ein bisschen schneller, ne? So, dann haben wir nämlich das, das und das. So, das wäre jetzt die Treppe. Genau. Hier hätten wir dann noch Stufen. Nein, hätten wir da nicht. Aber die und die. Die auch. Habe ich jetzt noch genug? Wieso komme ich denn da nicht rauf? Wo ist denn das Problem? Oh! Hä? Das geht gar nicht. Nee. Ui. Das ist natürlich blöd. Muss man. Hä? Was ist denn los? Ach so, ich bin auch doof. So muss das ja sein, ne? Ich bin schon wieder doof. Irgendwie habe ich einen Fehler in der Optik, richtig? Ich muss die Treppe, glaube ich, ein tiefer reinsetzen. Kann das sein? Müssen wir gleich nochmal gucken. Genau. Auf jeden Fall. Dankeschön. Hä? Ich kann hier keine Treppen setzen. Doch, ich habe die da oben, doch, einen zu hoch gesetzt. Entschuldigung, ich war jetzt ganz ruhig. Ich weiß gar nicht, hä, kann doch nicht sein. Natürlich kannst du hier Treppen setzen. Ich habe die, glaube ich. So. Na, Jens. Jetzt muss ich wieder einen zurückgehen. Danke. So, jetzt machen wir das mal eben fertig hier. Also zumindest bis da unten. So, dann müssen wir die. Sonst baue ich da nämlich gleich tierisch falsch.
So, dann muss das. Jawohl. Efficiency. Efficiency. Efficiency doch mal. Nein, jetzt bitte keine Gags. Genau, lassen wir hier unten einfach nochmal. Nehmen wir die zwei jetzt nochmal mit, dann haben wir. Ey, komm her. Ey, komm, so lieb jetzt zu mir. Ewig diese Knochenfragmente. Geh mir vor eine Figur. So. Aber der ist aber hartnäckig. Ja. Weißt du was, wegen Hartnäckigkeit kommst du hier oben rein. Das ist jetzt wirklich dein Dank. Da kommt nur ein Regal für dich hin. Weil du bist Bone Structure Skull Fossil Nummer 1. Hier, fertig aus. Ja, so. Und deswegen gucken wir, dass wir dich da reinpacken. Dankeschön. So, das wäre jetzt der Raum für die Dings. Ne? Genau, wenn wir jetzt die Decke reinziehen. Genau. Gar nicht mal so schlecht. Jetzt gucken wir mal eben mit dem Blauen und dem Schwarzen. Obwohl, wir könnten das eigentlich mehr blau als. Achso, hier müssen wir noch die Wand wegräumen, ne? Genau. Efficiency. Ne, Silk Touch brauchen wir nicht. Da. Genau, lassen wir die Treppe einfach so. Ich wollte jetzt noch kleine Sachen an die Ecken packen und so, aber ist ja auch Quatsch. Genau. Haben wir denn noch unseren. Hier, ja. Also die Lava hört sich ja schon gut an, ehrlich, ey. So. So. So, sagte er. Das sieht doch mal ein bisschen buh aus, oder? Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. 7, 8. Nee. Machen wir nicht hier? Oder ist das dann zu. Nee, warte mal eben. Jetzt, wie viel haben wir denn jetzt? Ups. Ich komme durcheinander. Jetzt, irgendwann kommt der Punkt, wo man durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. 7, da kommt jetzt die Decke hin. Und 7 tief soll es sein. Also muss ich ja noch eine Reihe für den Boden ausheben, oder was? Ach nö, ne, da habe ich jetzt keinen Bock mehr zu. Jetzt nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ja, ich muss noch eine Reihe für den Boden ausheben. Das ist aber unangenehm. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal tiefer zu gehen. Echt nicht. So, wir gucken jetzt erstmal, wie es aussieht. Genau. So, was wollen wir denn jetzt machen? Ich würde sagen, wir machen das ganz einfach. Also ein einfaches, klassisches Muster. Über die Ecken. Fertig aus. Das ist ja auch nicht hier mein Riesenaufstand proben. Ich mag diesen schwarzen Stein. Ich finde, das ist die schönste Farbe in Minecraft. Von der Nähe geht es eigentlich, ne, wie so gekabbelter. Aber von der Ferne her, das ist so ein lichtschluckendes Schwarz. Ich finde das absolut genial, die Farbe. Ja. Ich weiß, Schwarz ist keine Farbe. Wer sowas schreiben will, halt's Maul. So. Mal hier, Mr. Efficiency. So, dann würden wir nämlich hier rumgehen. So. Ups. Dann würden wir das nur so machen. Genau. Und dann würden wir mal gucken, dass wir ja hier den Block noch setzen, sonst ist ja Quatsch, ne? Wir müssen das ja hochbauen. So. Genau, das da kommt man eben da weg. Nee, das ist doch, das ist falsch. So, dann würden wir das so machen, so und so. Gut, dann wäre jetzt hier der Boden. Nee, das ist jetzt dumm. Genau. Haben wir denn noch? Da. Chisel me timber. Richtig jetzt? Nee. Na Jens, passt doch jetzt ein bisschen auf, Junge. Das kann doch nicht dein Ernst sein. So, genau.
Ich bin jetzt am Überlegen, deswegen wäre gut, wenn Minecraft-Musik jetzt einsetzen würde. Macht es aber nicht. Den macht er halt immer nur dann, wenn sie will. Die ist ja sehr eigen, die Minecraft. Ich habe mit der auch schon mal gesprochen. Mir ist alles mir egal. Ich bin die Minecraft. Ja, ich habe es ja verstanden. Du bist die Minecraft, danke. So. Und nochmal so. Jetzt könnten wir das eigentlich so machen. Und dann so. Nee, du nicht. Ey! Das hatte ich anders geplant. Hallo. So, haben wir denn. Ja, Cobblestone müssen wir jetzt en masse haben, wollte ich gerade sagen. Hallo. Ich habe immer noch den blöden Rucksack dabei, glaube ich auch nicht. Können wir dich nur nach unten bringen? Jawohl. So, jetzt machen wir nochmal einen Schwarzraum auf jeden Fall noch. Jetzt haben wir aber. Ja, das war jetzt dumm. Wir brauchen erst blau. Weil sonst habe ich keinen Platz. So. Wie habe ich das da drüben gemacht? Was? Okay. So. Und dann so.